Mittwochnachmittag und somit seid herzlich gegrüßt. Nein, zu keinem großen Video. Ich bin auf meiner Hausrunde unterwegs, die ich im Moment ja jeden Tag mache. Kleiner Spaziergang. Und da ich ja in einer schönen Gegend wohne, sieht man sogar auf diesen Runden oft ein paar schöne Sachen. Ja, ich bin hier in Irrel. Ich bin noch beim Arzt ein Rezept abholen. Da dachte ich mir, du machst auch deine Runde heute hier in Irrel. Liegt auf dem Weg nach Hause. Ja, dann gehe ich jetzt hier mal noch eine Runde. Ich komme auch gleich noch bei der Hängeseilbrücke vorbei. Ach, noch eine ganz kleine Runde. Ich gehe ja jeden Tag nur eine Stunde. Da habe ich auch, heute geht es mir wieder einigermaßen gut. Über Krankheit sprechen wir heute nicht, außer dass es dann die nächste Woche zwei Facharzttermine gibt und es dann irgendwann mal weitergeht. Schön hier, oder? Okay, ich gehe mal gleich ein Stück weiter hier, am Wasser entlang, an der Brünn und ich melde mich nochmal. Wenn das Bild ein bisschen wackelt oder nicht so guter Ton ist, ich habe leider nur das iPhone hier dabei. War kein Video geplant, war jetzt ganz spontan. Ja, wie gesagt, hier sind wir in den Irreler Wasserfällen bzw. Irreler Stromschnellen, aber sind unter dem Namen Irreler Wasserfälle bekannt. Hier war ja damals auch die verheerende Flut, wo ja, wie man jetzt da die Hängebrücke sehen kann, ein bisschen weiter hoch war ja damals diese alte Holzbrücke. Vielleicht für den Foto oder ein blende ich halt noch mit ein, mal gucken. Die wurde ja weggespült. Ja, man sieht auch jetzt immer noch hier von der Flut, ist ja doch schon her, fast 3 Jahre, hier liegt immer hier mit Treibgut, Müll. Doch, es wurde alles wirklich stark verändert hier. Ich gehe gleich ein Stück weiter hoch, da sieht man es noch besser. Ja, da vorne sieht man auch schon die Hängebrücke. Da gehen wir auch gleich drüber. Hier kann man jetzt nicht durchlaufen, aber hier sind überall schon Wege getrampelt. Hier kann man einigermaßen gut gehen. Da sieht man die Hängebrücke. Ich gehe mal ein Stückchen weiter und melde mich nochmal. Ja, das ist alles schon sehr beeindruckend. Hier die ganzen Brocken, die hier rumliegen, die Riesensteine hier. Die waren bis vor der Flut 21 überhaupt gar nicht sichtbar. Hier waren zwar Steine, aber alles sehr stark verändert. Und es sind auch Steine weggeschwommen, die hat man nie wiedergefunden. Ja, die wurden halt eben jetzt, wo sie Millionen Jahre rumliegen, einfach so von ein bisschen Wasser rausgespült. Ich zeige das gleich noch ein bisschen besser, wo man noch besser sieht, wo der Hügel weggespült wurde und die Steine rausgefallen sind im Prinzip. Gelegen haben sie da wahrscheinlich schon Millionen von Jahren, aber jetzt durch die Flut 21 wurden sie denn erst alle sichtbar, zumindest die meisten. Da ist die Hängeseilbrücke, da gehen wir gleich auch noch drüber. Vorne rechts kann man noch sehen, wo auch der Hügel gerutscht ist, wo Brocken runtergefallen sind. Also, wer es nicht kennt, ist sehr beeindruckend hier und ich kann es wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und links da oben, ich dahin zeige, da geht es zur Teufelsschlucht, ist ja manchen auch ein Begriff. Da gehen wir noch die Brücke drüber. Ist nichts los heute. Am Wochenende sieht es natürlich anders aus. Hin auf der anderen Seite war damals die ursprüngliche Brücke. Da kann man noch sehen, wo die Brücke begonnen hat. Ich ziehe uns ein bisschen ran. Die Brücke hat auch so ausgesehen im Prinzip wie dieses Reststück. Da ging da einmal so ganz rüber. Ja, und jetzt haben wir ja da hinten die Hängeseilbrücke. Da sind wir eben drüber gelaufen. Ja, dort hinten kann man jetzt auch wieder wunderschön sehen, wie damals bei der Flut alles weggespült wurde und die Riesenbrocken zum Vorschein kamen. Die sind viel größer, wie das von hier aussieht. Ich versuche es mal ein bisschen ranzuzoomen, aber
sind schon gewaltig getroffen. Auch hier sieht man schön, wie die ganzen Steine, war alles gar nicht vorhanden. Waren wirklich nur Steine, die jetzt hier im Fluss auch liegen, auf der Breite, aber sonst alles frisch dazugekommen, alles ausgespült von der Flut. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Zumindest konnte ich ein kleines Video machen von meiner Spazierrunde. Ja, es wird vielleicht irgendwann dieses Jahr wieder richtige Wandervideos geben, aber wann kann ich natürlich noch nicht sagen. Es geht jetzt erst für mich weiter nächste Woche mit 2 Facharztterminen und dann hoffe ich endlich mal genauer zu wissen, was mir dann jetzt fehlt und was da noch gemacht werden muss. Das sehen wir dann spätestens in 2 Wochen. Gut, ich fahre jetzt an die Apotheke, was zu essen kaufen bzw. meine Rezepte einlösen. Es gibt wieder frische Pillen und wenn ich damit mit diesen Pillen, also wenn ich wirklich den ganzen Tag zu Hause sitzen würde bleiben, ich würde es gar nicht aushalten. Da fängst du an zu zittern, das ist schlimm. Wenn ich mich jetzt hier bewege, schön gemütlich über ein Stündchen gehe, hilft ungemein. Ja, weiß jeder, bei Bluthochdruck soll man sich schon bewegen. Natürlich nur gemütlich und auch nicht zu weit. Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Martin und ja, bald gibt es bestimmt wieder richtige Wandervideos. Tschüss!